Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zusammen mit Marco Ferber begrüße ich Sie recht herzlich zu NZZ Standpunkten, zwei Journalisten, ein Gast. Und dieser Gast ist eine Persönlichkeit von ganz besonderem Format. Längst ist er nicht nur Autor und Elder Statesman, er ist eine moralisch-politische Instanz im Lande. So schrieb die Hamburger Zeit über ihn: Das Land ist Deutschland, der Gast, Altbundeskanzler Helmut Schmidt. Seien Sie herzlich willkommen, Herr Schmidt. Herr Schmidt, 2009 ist für Deutschland ein spezielles Jahr. Ihr Land feiert 60 Jahre Gründung der Bundesrepublik, 20 Jahre Mauerfall, Wiedervereinigung. Würden Sie Deutschland heute als gefestigte Nation mit einem Platz in der Welt bezeichnen? Wenn Sie mich das 40 Jahre später fragen würden, würde ich wahrscheinlich weniger Hemmungen haben, mit einem glatten Ja zu beantworten. Da Sie mich aber heute fragen, muss ich antworten: Ja, aber es fehlt noch ein bisschen. Was fehlt? Es fehlt das Zusammenwachsen zwischen der ehemaligen DDR und der ehemaligen Bundesrepublik. Warum fehlt es noch nach doch immerhin fast 20 Jahren Wiedervereinigung? Lassen Sie uns einen Vergleich ziehen. Ist das Mezzogiorno und Milano eine und dieselbe Nation? Oder fehlt da auch noch ein bisschen? Ist das der treffende Vergleich? Nein, kein treffender, ein unzutreffender, aber ein Vergleich. Ich will damit sagen, es gibt auch andere Nationen, bei denen noch ein bisschen fehlt. Lassen Sie mich ein anderes Beispiel nehmen. Das Verhältnis zwischen englisch sprechenden Kanadiern und Franco-Kanadiern in Quebec. Da fehlt auch noch ein kleines bisschen. Würden Sie denn sagen, die Wiedervereinigung ist nicht geglückt oder sie ist noch nicht geglückt? Die Wiedervereinigung ist geglückt, aber sie ist noch nicht vollständig geglückt. In Ihrem Buch Außer Dienst schreiben Sie, ich zitiere: Wir Deutschen bleiben eine gefährdete Nation, gefährdet sowohl von innen als auch von außen. Wenn man diesen Satz liest, durchaus als Schweizer ihn liest, ist man irritiert. Was meinen Sie mit gefährdet? Wenn Sie den Satz isoliert lesen und ihn mir isoliert vorlesen, bin ich auch irritiert. Aber er steht in einem Zusammenhang, möchte ich vermuten. Sie haben von der deutschen Nation gesprochen. Wie lange gibt es die? Seit Otto dem Großen, das wären 1000 Jahre, oder seit dem Römischen Reich, später genannt Deutscher Nation, das wäre ein bisschen mehr als. Gefährdet ist diese deutsche Nation durch die Geschichte hindurch immer gewesen durch ihre zentrale Lage. Die Schweiz findet sich auch in einer zentralen Lage, aber sie hatte das Glück, überall große Berge rundherum zu haben. Fast überall. Fast überall, ja. Deutschland hat mit Ausnahme des Südens keine natürlichen Grenzen, aber hat sehr viele Nachbarn. Die Deutschen haben mehr Nachbarnationen als irgendjemand sonst auf der Welt, außer den Chinesen, den Russen und den Brasilianern. Und diese Lage hat einerseits Vorteile. Sie bedeutet nämlich kulturelle Befruchtung von draußen. Und viele kulturelle Momente sind im Laufe der Jahrtausende, der Jahrhunderte
von den Deutschen aufgenommen worden, von den Nachbarn. Das ist ein großer Vorteil. Ein großer Nachteil liegt in der Tatsache, dass wenn die Deutschen stark waren, dann sind sie nach außen vorgestoßen, zentrifugal. Unter Hitler sogar bis nach Norwegen und bis nach Libyen, Afrika und bis in den Kaukasus. Und wenn die Deutschen schwach waren, dann sind die Nachbarn nach Deutschland ins Zentrum gestoßen. So die Hunnen, so während des 30-jährigen Krieges die Schweden und die Franzosen und andere. Das sind bleibende Gefährdungen, unabhängig von der Situation des Jahres 2009. Sie sprechen in diesem Satz, den wir zitiert haben, ja nicht nur von äußeren Gefährdungen, von denen Sie jetzt gesprochen haben, sondern auch von inneren Gefährdungen. Und ich denke, das ist das, was einen vor allem hellhörig macht. Deutschland von innen gefährdet. Was meint das? Da muss ich etwas ausholen. Ich denke seit vielen, vielen Jahrzehnten darüber nach, wie es möglich sein konnte, unter der Diktatur Hitlers, dass zigtausende von Deutschen sich daran beteiligt haben, geradezu fabrikmäßig Millionen von Juden umzubringen. Und ich habe bis heute keine wirkliche Erklärung dafür. Und das lässt mich denken, nicht, dass sich sowas jemals wiederholt, aber wohl lässt es mich denken, es stecken irgendwo in den Deutschen auch Gefahren drin. So, dass es gewissermaßen eine Disposition der Deutschen gäbe für diese Gefährdung. Das Wort Disposition mache ich nicht leiden, aber mir ist mit meinem eigenen Land nicht 100% wohl, sondern nur 99% wohl. Aus diesem Grund. Wenn man heute mit jüngeren Deutschen spricht über diese Geschichte, über diese Zeit des Zweiten Weltkriegs, über das nationalsozialistische Regime, dann stellt man fest, dass jüngere Deutsche oft sagen, wann ist endlich Schluss mit dieser Geschichtsbetrachtung. Das kann ich auch nachempfinden. Sie sind überfüttert worden mit Nachrichten über Hitler und über die Judenverfolgung. Das hat aber letzten Endes zu dem Gefühl geführt, noch haben wir genug davon. Ich habe viele Schulklassen erlebt, wenn man sie fragt, was habt ihr in der Geschichte durchgenommen? Immer wieder Hitler und immer wieder das Dritte Reich, das hängt denen zum Hals raus. Davon wird es auch nicht anders. Davon wird es auch nicht besser. Das kann ich nachfühlen. Mir selber geht es aber so, dass ich immer noch drüber nachdenke. Aber das heißt doch, dass mit Aussterben dieser Generation, die den Krieg noch erlebt hat, das Bewusstsein für diese Frage abnimmt und irgendwann vielleicht auch verschwindet. Ist das Teil dieser inneren Gefährdung? Ich glaube nicht, dass es verschwinden wird. Es wird im Bewusstsein der Menschheit genauso lange bleiben wie die Entführung der Juden aus Jerusalem durch Nebukadnezar. Das sind 2.500 Jahre jetzt. Und heißt das, dass Deutschland aufgrund dieser Vergangenheit auch in Zukunft immer eine besondere Nation mit besonderen Verpflichtungen sein wird? Wahrscheinlich auf lange Zeit mit besonderen Verpflichtungen, nicht auf immer. Das glaube ich nicht. Und diese Verpflichtungen sind? Wir sind jetzt in dem Bereich der Geschichtsphilosophie oder der Spekulation. Und das ist nicht ein Feld, auf das ich mich gerne begebe. Aber wenn ich Ihr Buch richtig gelesen habe, dann sprechen Sie ja auch über diese besonderen Verpflichtungen und kommen beispielsweise zum Satz, unser Feld,
Für Deutsche, unser Feld ist nicht die Weltpolitik. Das hat ja auch etwas mit dem zu tun, oder nicht? Nicht ganz. Das würde ich auch geschrieben haben ohne die Nazis. Da hätte mir Wilhelm II. Ausgereicht. Da öffnet sich natürlich ein gewisser Widerspruch, was die Bedeutung Deutschlands heute angeht. Wirtschaftlich, politisch, als eine der führenden Nationen dieser Welt, kulturell. Dass man dann sagt, wir dürfen, wir wollen eigentlich nicht in der Weltpolitik eine führende Rolle spielen. Ich habe das nicht verstanden. Wenn Sie Deutschland heute anschauen, dann ist Deutschland heute eine führende, politisch führende, eine wirtschaftlich führende Nation. Und diese Selbstbeschränkung steht da irgendwo doch im Widerspruch. Ich kann den Widerspruch nicht erkennen. Die von mir für notwendig gehaltene Selbstbeschränkung ist politischer Art, nicht ökonomischer Art. Lassen sich diese zwei Dinge trennen? Nicht fein säuberlich, aber sie lassen sich weitgehend trennen, ja. Aber nehmen wir jetzt zum Beispiel Afghanistan, Herr Schmidt. Sie sind ein Gegner der Beteiligung, dass Deutsche in Afghanistan stehen. Aber ja, nicht ist das ein Gegner? Lassen Sie mich sagen, ich war immer ein Skeptiker. Ist das aber nicht Teil eben jetzt auch einer Solidarleistung, die Deutschland als Teil dieser Welt und der westlichen Welt erbringen muss? Ob wir müssen, weiß ich nicht. Aber dass es so gesehen wird, das ist eindeutig so, und damit haben Sie wahrscheinlich auch recht. Allerdings, der Krieg in Afghanistan dauert jetzt schon länger als der Zweite Weltkrieg. Und die Strategien haben gewechselt. Und die Situation in Afghanistan ist immer schlechter geworden. Und in Wirklichkeit handelt es sich gar nicht mehr um Afghanistan, sondern es handelt sich mindestens genauso um Pakistan. Und Pakistan ist ein Land mit 170 Millionen Menschen und mit Atomwaffen. Und das Volk der Pashtun, das zur einen Hälfte auf afghanischem Boden lebt und zur anderen Hälfte auf pakistanischem Boden, künstlich geteilt, ziemlich genau in der Mitte durchgeteilt durch einen englischen Kolonialoffizier in Indien, Ende des 19. Jahrhunderts, ist allein schon ein riesenhaftes Problem. Und nur von Afghanistan zu reden, ohne gleichzeitig die sich aufbauende Feindschaft zwischen Islam insgesamt und dem Westen insgesamt in den Blick auch zu ziehen, ist in meinen Augen nicht zulässig. Was? Die Pashtunen sind auch Muslime. Die Pakistanis sind mit überwältigender Mehrheit alles auch Muslime. Und die sogenannten Afghanen, es gibt gar kein afghanisches Volk, es gibt viele Völker in Afghanistan. Wahrscheinlich mehr als ein Dutzend Völker. Sind alles auch Muslime. Wenn Sie sich an das Ende dieses Jahrhunderts, dieses 21. Jahrhunderts versetzen, dann werden mehr Muslime auf der Welt leben als sogenannte Weiße. Und wenn wir dann genauso feindlich miteinander umgehen wie gegenwärtig, dann geht es jedenfalls für niemanden gut aus. Wir stehen ja nicht nur in Afghanistan, wir stehen auch in Bosnien. Wir stehen auch im Kosovo. Wir stehen auch am Horn von Afrika. Das sind alles muslimisch bewohnte Gegenden. Das wäre gewissermaßen für Sie das übergeordnete Problem, die Auseinandersetzung mit dem Islam. Ja, ich würde das Wort Auseinandersetzung nicht in den Mund nehmen wollen. In meinen Augen sind alle Religionen gleichberechtigt. Nicht nur die drei monotheistischen, Christentum, Islam und Judentum, sondern auch die hinduistische Religion.
auch die buddhistische. Und ich würde selbst den Konfuzianismus, der eigentlich eine Staatsphilosophie oder eine Staatsethik ist, in diesem Zusammenhang als Religion betrachten. Denn eine, wenn es ein kulturelles Erbe der Chinesen gibt, das das ganze Volk der Han-Chinesen deckt, dann ist es die konfuzianische Tradition und nicht etwa die religiösen Traditionen, die es da außerdem auch noch gibt. Nein, ich würde das Wort Auseinandersetzung nicht in den Mund nehmen wollen. Ich würde sprechen wollen von der Notwendigkeit der Toleranz auf allen Seiten. Und die Welt war noch nie tolerant, mit einigen wenigen Ausnahmen. Das wird eines der größten Probleme dieses 21. Jahrhunderts sein, Toleranz zu lernen und zu praktizieren. Jetzt ist die deutsche Bundeswehr in Afghanistan ja ausgesprochen stark in ihrem Einsatzgebiet mit genau diesem Respekt für diese islamische Kultur vorgegangen. Und trotzdem wird auch die deutsche Bundeswehr immer stärker zum Ziel der Taliban oder der Al-Qaida. Das heißt doch eigentlich, mit Respekt allein wird man nicht Erfolge feiern können. Ich bin kein Pazifist, im Gegenteil. Ich war 8 Jahre meines Lebens Soldat. Aber ich habe zu viel Respekt vor dem schrecklichen Phänomen des Krieges, als dass ich leichtfertig einen Krieg anfangen würde. Als man nach Afghanistan reinging, das waren die Amerikaner, da ging es darum, Al-Qaida die Basis zu nehmen. Al-Qaida ist längst verschwunden aus Afghanistan. Der Auftrag ist längst erfüllt. Die sitzen längst alle in Pakistan. Und wir führen immer noch Krieg. Wir haben auch eine Zeit lang mal, ich sage wir, das ist falsch, die Amerikaner haben auch eine Zeit lang mal die Mujahedin in Afghanistan mit Geld und Waffen unterstützt gegen die Russen. Jetzt kämpfen sie gegen die Mujahedin, jetzt kämpfen sie gegen die Taliban. Das heißt, hier ist sehr viel akute, aktuelle Machtpolitik im Spiel. Und relativ ganz wenig Philosophie. Würden Sie denn der Bundesregierung einen Rückzug nahelegen? Es ist mir ein bisschen zu früh, davon zu reden, nachdem ich sehe, dass der amerikanische Präsident Obama seit einem Jahr zögert, auch nur das Geringste zu entscheiden von den großen Ankündigungen, die er als Wahlkämpfer gemacht hat. Insbesondere was Afghanistan angeht. Ich würde ihm noch ein paar Monate einräumen wollen. Aber das heißt, dass Sie den deutschen Einsatz an den amerikanischen Entscheid koppeln? Das würde ich nicht so unterschreiben. Wenn er was Falsches entscheidet, bin ich nicht von vornherein der Meinung, dass wir da Solidarität üben müssen. Als die Amerikaner den blödsinnigen Entscheid getroffen haben, den Irak anzugreifen, waren einige der Meinung, Solidarität ist geboten. Ich war der Meinung, auf keinen Fall. Es war eine blödsinnige Entscheidung. Inzwischen mit Zigtausenden von Toten, Ziviltoten insbesondere. Und nichts hat sich wirklich geändert. Außer dass das Verhältnis zwischen dem Islam insgesamt und dem Westen insgesamt schlechter geworden ist, als es vorher war. Nein, es kann nicht so sein, dass die Amerikaner quasi die Kommandeure sind und alle Bündnisgenossen haben, gefälligst zu folgen. Übrigens folgt ihr Schweizer eigentlich nicht. Ihr gehört auch zum Westen. Empfindet euch auch als wesentlicher Bestandteil des Westens.
Verhaltet ihr euch solidarisch? Tut ihr nicht. Und ich schelte euch nicht deswegen. Ich bewundere die Klugheit. Also Sie kennen die besondere Situation an der Schweiz. Als die besondere Situation als neutrales Land und etc. ist Ihnen ja bekannt. Naja, die Neutralität ist eine Klugheit gewesen. War aber auch nur möglich wegen der hohen Berge, bis auf ein paar Ausnahmen, wie Sie gesagt haben. Ich möchte ein anderes Thema mit Ihnen anschneiden, Herr Schmidt. Etwas auch von gründend auf Ihren Erfahrungen aus Ihrer Zeit als Verteidigungsminister und als Bundeskanzler. Sie hatten als Minister und Bundeskanzler mit, wenn ich recht gezählt habe, mit 4 US-Präsidenten zu tun, Nixon, Ford, Carter, Reagan. Sie hatten mit Brezhnev zu tun, mit Gorbatschow kannten Sie, Mao, Deng, Xiaoping etc. Wie wichtig waren für Sie in Ihrer Funktion solche persönlichen Beziehungen? Persönliche Beziehungen sind sehr wichtig. Es müssen nicht freundschaftliche Beziehungen sein, aber persönliche Bekanntschaft ist außerordentlich wichtig. Ich muss möglichst weitgehend in der Lage sein, die psychologische Struktur meines Gegenübers zu erkennen. Wie wird er reagieren auf unangenehme Dinge? Was kann ich ihm zumuten, was kann ich ihm nicht zumuten? Übrigens, von den 4 amerikanischen Präsidenten war der bei weitem entgegenkommendste, toleranteste Gerry Ford. Gerry Ford. Ja. Der alte Streit ist ja in der Geschichtswissenschaft, ob Geschichte durch Strukturen bestimmt wird oder durch Personen. Wie würden Sie diese Frage beantworten aus Ihrer Erfahrung? Also wenn es nach den Marxisten ginge, dann spielten die Personen gar keine Rolle. Trotzdem haben sie aus Lenin und aus Stalin Halbgötter gemacht. Nee, ich will mich in diesen Streit nicht einmischen. Ich will nur unterstreichen, dass mein Leben bereichert worden ist durch die Bekanntschaft mit Deng Xiaoping. Ich habe ganze 3 Gespräche mit ihm im Laufe der Jahrzehnte geführt. Auch bereichert worden ist durch ein gelangtes Gespräch mit dem Mao Zedong, wollte ich sagen. Aber auch bereichert worden ist durch die Gespräche mit französischen Präsidenten, amerikanischen Präsidenten, kanadischen Premierministern, holländischen, dänischen, schwedischen Ministerpräsidenten. Eine persönliche Tuchfühlung mit dem Chef des Nachbarlandes ist wünschenswert, egal ob er nun einem sonderlich liegt oder ob er einem nicht gerade besonders liegt, wie Herr Kaczynski oder Václav Klaus. Schwierige Leute. Aber sie persönlich zu kennen und sie richtig einschätzen zu können, ist für den, der die Politik des eigenen Landes, die Außenpolitik des eigenen Landes zu verantworten hat, schon von Bedeutung. Sie sagten vorhin, man muss nicht Freunde sein. Sie hatten aber auch Freunde. Jedenfalls in Ihren Büchern schreiben Sie beispielsweise von Giscard d'Estaing und interessanterweise auch von Sadat. Und ich sage interessanterweise, es ist ein Ägypter, ein Mensch aus einer ganz anderen Kultur, auch aus einem anderen Herrschaftssystem. Was hat Sie mit Sadat? Und ein Muslim. Was hat Sie mit Sadat dermaßen verbunden? Wenn man Ihr Buch liest, hat man den Eindruck, das ist eine besondere Freundschaft oder war eine besondere Freundschaft. Das ist richtig. Die Geschichte hat eine Vorgeschichte. Oder die Freundschaft, will ich sagen, hat eine Vorgeschichte. Auf irgendeine Weise hatte Sadat Vertrauen in mich gefasst und ich in ihn. Es gibt ja doch überall im normalen Leben auch. Sympathien sind manchmal gegenseitig.
Entscheidend war, dass ich von Sadat, ich war damals ungefähr 60 Jahre alt, vielleicht ein bisschen jünger oder älter, dass ich von Sadat zum ersten Mal Dinge über den Islam gelernt habe, die ich von meiner Kirche, von meinem Bischof niemals gehört hatte. Und das wäre? Zum Beispiel, dass Jesus von Nazareth eine große Rolle spielt im Koran. Zum Beispiel, dass die Christen anerkannt werden als ein Volk des Buches und vieles andere. Das hat dazu geführt, ein langes Gespräch auf dem Nil übrigens, nachts, im wunderschönen Sternenhimmel, hat dazu geführt, dass ich am nächsten Morgen mehr Notizen gemacht habe. Und dann habe ich Deutsche, auch einen schweizerischen Theologen, auch jüdische Theologen, Rabbiner, gefragt, um zu prüfen, ob das richtig ist, was Sadat mir erzählt hat. Und bis auf eine Ausnahme war alles ganz richtig. Und die eine Ausnahme war aber von ihm als Vermutung gekennzeichnet, nicht als Tatsache. Er vermutete nämlich, es müsse eine irgendwie geartete Brücke geben zwischen Echnaton, der in Ägypten nur noch einen Gott gelten lassen wollte, und Moses, der nur einen Gott gelten lassen wollte. Entscheidend aber war, dass Sadat sich 3 oder 4 Mal mit mir beraten hat über seine Absicht, in der Knesset zu Jerusalem sich selber einzuladen, um zu dem israelischen Volk zu reden. Ein Volk, mit dem er in allen Kriegen gekämpft hatte. Er war von einer ähnlichen Gesinnung. Vielleicht vertue ich mich da ein bisschen, aber ich fühle mich einigermaßen sicher wie Moshe Dayan. Für mich ist Sadat ein ganz großer Mann. Er hat gewusst, dass er mit seinem eigenen Leben spielt, wenn er diesen Besuch in Israel macht. Er hat auch gewusst, wer ihn umbringen würde. Das ist dann auch so geschehen. Herr Schmidt, was zeichnet einen großen Staatsmann aus? Das ist nicht meine Sache zu beurteilen, weiß ich nicht. Aber sind es diese Eigenschaften, die Sie jetzt gerade über Sadat geäußert haben? Die ganze Welt hält seit über 2000 Jahren Alexander für einen großen Staatsmann. Dabei war er in Wirklichkeit ein rücksichtsloser Eroberer. Ich habe nichts dagegen, Alexander den Großen als Staatsmann anzusehen. Aber er war ein Eroberer, der einen Feldzug nach dem anderen geführt hat. Übrigens auch in Afghanistan. Aber er war klüger als alle anderen. Er ging von Westen aus, von Iran aus rein und im selben Jahr über den Khyber-Pass nach Osten wieder raus. Vielleicht ist das ein Zeichen dafür, dass er ein Staatsmann war. Nein, der Begriff Staatsmann ist ein so verwaschener Begriff mit so viel verschiedenen Bedeutungen, je nachdem, wer das Wort benutzt, dass ich es kaum je benutzt habe. Dann könnte man die Frage vielleicht auch anders stellen. Von all den Leuten, mit denen Sie zu tun hatten als Regierungschef, welches sind die Namen, die Ihnen ganz besonders in Erinnerung geblieben sind und wo Sie wirklich sagen, das nicht sind... die Namen, die Personen. Die Personen, ja. Das sind besonders. Deng Xiaoping Kampen. Zum Beispiel. Deng Xiaoping, weshalb? Ein unglaublicher, weitblickender Mensch. Außerdem tapfer, bis dort hinaus. Der stammt aus der Generation des Langmarsches und hatte da schon hohe Funktionen. Und dann ist er, ich glaube, 3-mal, fühle mich nicht ganz sicher, von Mao Zedong oder seinen Leuten abgesägt worden und immer wieder gekommen. Als ich ihn 1983 oder 84 das vorletzte Mal sprach, da war ich schon Privatmann,
hat er grinsend zu mir gesagt, Sie sehen, ich bin wieder da. Und ich habe gesagt, das wievielte Mal ist das? Dann hat er gesagt, das dritte Mal. Aber diesmal das letzte, hat er noch hinzugefügt. Er hat den Aufbau Chinas im Laufe der letzten 30 Jahre, wäre ohne Deng nicht möglich gewesen. Mit einem erstaunlichen ökonomischen Instinkt. Das ist kein Ökonom, das ist ein ganz normaler Mensch gewesen, aber mit einem Instinkt sondersgleichen. Wenn es heute 1300 so und so viele Millionen Chinesen besser geht als jemals vorher in der Geschichte, das ist sein Werk. Wenn Sie demnächst im Laufe dieses Jahrhunderts vielleicht nicht nur uns Europäer überholen, sondern vielleicht sogar gleichziehen mit den Amerikanern, das würde ich ihm auch weitgehend zuschreiben, sehr viel weniger Mao zuschreiben. Da können Sie sagen, deswegen ist er ein Staatsmann. Sie können umgekehrt sagen, wegen des Tiananmen Debakels ist alles andere als ein Staatsmann. Also in diese Philosophie hin und her, was ein Staatsmann sei und nicht sei. Natürlich war Hitler ein Staatsmann und gleichzeitig ein entsetzlicher Verbrecher. Aber gehört zu einem guten Staatsmann nicht auch ein Maß an, ich sag, Tugend, an Redlichkeit, an Liebe zu seinen Bürgern, die eben zum Beispiel ein Tiananmen gar nicht erst möglich machen würden? Wie vermeiden Sie ein Tiananmen in solcher Situation, ist die Frage. Ich bejahe Ihre Frage nach den Tugenden. Für mich persönlich jedenfalls. Entscheidend ist das Bewusstsein der Verantwortung. Und das entscheidet sich im eigenen Gewissen und nicht vor dem Beichtvater. Aber es lässt sich auch nicht alles rechtfertigen mit diesem Verantwortungsbewusstsein. Es lässt sich gar nicht alles rechtfertigen, was Politiker tun oder Staatsmänner gelassen haben. Nehmen Sie die zweite Atombombe auf Nagasaki. Die lässt sich schwerlich rechtfertigen. Die auf Hiroshima hätte gereicht. Aber wenn ich Sie vorhin richtig verstanden habe, was Tiananmen, den Tiananmen 1989 anbetrifft, da haben Sie offenbar Verständnis, dass die Chinesen nicht anders konnten in dieser Situation. Habe ich Sie richtig verstanden? Wenn Sie die chinesische Kultur einigermaßen kennen, dann wissen Sie, wie sehr es auf die Wahrung des Gesichtes drauf ankommt. Die Demonstrationen auf dem Tiananmen-Platz hatten nun schon viele Wochen stattgefunden. Und die Staatseisenbahn hatte Sonderzüge eingesetzt, um Studenten aus der Provinz ranzuholen auf den Tiananmen-Platz. Und nun kam das Unglück, dass der sowjetische Staatschef, das war Gorbatschow, einen Staatsbesuch machte in Peking und konnte die große Halle des Volkes, in der das große Diner stattfinden sollte, nicht durch den Haupteingang, sondern wegen der studentischen Demonstrationen auf dem Platz durch eine Hintertür betreten. Dies Moment hat wahrscheinlich eine wichtige Rolle gespielt. Eine andere wichtige Rolle hat die Tatsache gespielt, dass die Chinesen keine kasernierte Polizei hatten. Sie hatten bloß Truppen.
Polizeibeamten haben rote Kellen und haben Schlagstöcke und Wasserwerfer. Soldaten haben nur Waffen, die zum Töten geeignet sind. Und wenn solche Soldaten eingesetzt werden gegen eine Demonstration, dann können die nur mit dem arbeiten, was sie haben. Das sind alles keine Entschuldigungen. Aber es kommt ja noch eins hinzu, dass die Entscheidung, Militär einzusetzen, nicht unumstritten war in der chinesischen Führung. Der damalige Generalsekretär der Partei, der wurde ja abgelöst nach Tiananmen. Er war dagegen. Er wollte mit den Studenten reden und nochmal reden und nochmal reden. Es kommt auch hinzu, dass die studentischen Übergriffe gegenüber dem Militär eine große Rolle gespielt haben. Ich bin unmittelbar nach den Tiananmen-Zwischenfällen nach China gereist, um mir ein eigenes Bild von der Sache zu machen und habe natürlich die westlichen Botschafter ausgefragt. Die Amerikaner, die Engländer, die Deutschen, die eigenen Botschafter. Und da hat sich mir ein sehr viel vielschichtigeres Bild ergeben, übrigens auch mit sehr viel geringeren Totenzahlen, als sie in der westlichen Presse gab. Aber ich habe es ja selbst erwähnt, Tiananmen, um zu sagen, ist er deswegen kein Staatsmann? Oder muss man nicht sagen, ein Staatsmann kann auch schwerste Fehler machen, so wie Truman mit der zweiten Bombe auf Nagasaki? Wahrscheinlich ja. Haben Sie als Staatsmann Fehler gemacht? Haben Sie als Staatsmann Fehler gemacht, Herr Schmidt? Ich habe Fehler gemacht. Ich habe die in dem Buch auch aufgelistet. Aber nicht als Staatsmann. Kleinere Fehler. Als Politiker Fehler gemacht, ja. Aber keine großen. Meine eigene Partei ist zur Hälfte immer noch der Meinung, der Doppelbeschluss in Sachen NATO sei ein schwerster Fehler gewesen. Aber da sind die ganz isoliert auf der Welt. Das glaubt sonst keiner. Herr Schmidt, wenn Sie nach vorne blicken, was sind aus Ihrer Sicht die größten Bedrohungen, die die Menschheit erkennen sollte? Das weiß ich nicht. Es gibt große Bedrohungen. Aber was nun die allergrößte ist und die zweitgrößte und die drittgrößte, darauf will ich mich nicht einlassen. Es gibt große Bedrohungen. Eine der Bedrohungen ist möglicherweise die von Menschen herbeigeführte Erwärmung der Welt. Eine andere Bedrohung, die überhaupt keine Rolle spielt in der Tagespresse, ist der Umstand, dass die Weltbevölkerung explodiert. Als mein Vater zur Schule ging, also 100 Jahren, da lebten auf der Welt 1,6 Milliarden Menschen. Jetzt sind wir 109 Jahre später bei 7 Milliarden Menschen. Mehr als der Faktor 4 hat sich die Menschheit vergrößert. Und alle Prognosen sagen, in der Mitte dieses 21. Jahrhunderts werden wir bei noch viel mehr Menschen, 12 Milliarden stehen. Dass das nicht gut gehen kann. Denn die Erde wird ja nicht größer, es ist ja nicht mehr Platz da. Früher lebten die Leute in Hütten, in Bauernhütten,
in checks, wie man auf Englisch sagt, einzeln. Oder im Urwald in Langhäusern auf Borneo. Oder sie lebten in Höhlen. Heutzutage leben sie in 20 und 30 Stockwerken übereinander. So in Kairo, so in Shanghai, so in Sao Paulo, überall auf der Welt, in Mexico City. Dass das ganz andere Gesellschaften sein werden, das liegt auf der Hand. Zürich bleibt ein Dorf. Nicht zu vergleichen mit Hamburg bleibt auch ein Dorf. Aber diese Städte in den Entwicklungsländern explodieren. Da drin stecken Gefahren, die will ich nicht definieren. Aber sie sind handgreiflich. Ist eine Gefahr, die daraus entstehen kann oder möglicherweise entstehen wird, die Tatsache, dass ja Europa andererseits nicht mehr wächst und Europa dass die schrumpft. Demografische Entwicklung für den Wohlstand Europas längerfristig zu einem Problem werden wird? Es ist für mich nicht ganz klar zu erkennen, ob es der Wohlstand ist, der die europäischen Geburtenziffern so gesenkt hat. Denn die Bestandserhaltung einer Gesellschaft oder eines Volkes verlangt, das sagen einem die demografischen Statistiker, 1,3 Geburten pro Frau. Wir Deutschen sind im Augenblick bei, Entschuldigung, ich habe mich versprochen, 2,3 Geburten. Wir Deutschen sind im Augenblick etwas über 1,2. Aber das Eigenartige ist, die Russen, und die leben nicht in dem westeuropäischen Wohlstand, sind auch dabei zu schrumpfen und zu überaltern gleichzeitig. Es kann also sein, dass Wohlstand vielleicht ein Faktor ist, aber nicht der alleinige und nicht der ausschlaggebende. Vielleicht ist die Pille viel wichtiger als der Wohlstand. Oder die Emanzipation der Frauen ist vielleicht wichtiger als der Wohlstand. Das sind alles Faktoren, die in derselben Richtung wirken. Jedenfalls stimmt es, dass in allen Kontinenten die Menschheit wächst, sogar auch noch in Nordamerika, nicht sehr stark, aber doch ein bisschen, während wir Europäer zahlenmäßig schrumpfen. Das bringt Probleme mit sich eines Tages, die will ich nicht schildern, aber dass es Probleme bringt, kann man da braucht man eigentlich keine Fingerspitzen dafür, um das zu fühlen. Eine Lösung könnte natürlich sein, dass man mehr Migration zulässt in Europa, um dieses weltweite Ungleichgewicht zu korrigieren. Das führt dann trotzdem zur Übervölkerung der Welt. Die Oberfläche der Welt wird nicht größer. Das führt dann eben auch in Zürich dazu, dass sie 24 Stockwerke haben. Ob das akzeptabel ist für die Schweizer, das weiß ich nicht. Das müsst ihr selber wissen. Ich würde es euch nicht empfehlen. Ich würde euch nicht empfehlen, die Einwanderung aus primitiven Entwicklungsländern zu forcieren. Wie löst Deutschland, wie löst die Schweiz denn längerfristig die Sicherstellung zum Beispiel der Sozialwerke? Zum Beispiel? Der Sozialwerke. Ich habe das Wort inhaltlich nicht wie verstanden. Wie löst Deutschland, aber auch die Schweiz längerfristig das Problem der Überalterung, weil das ja die arbeitstätige Bevölkerung reduziert und so gesehen eben auch die Sozialwerke in Schwierigkeiten geraten. Sozialwerke, also die Rentenversicherung also, beispielsweise. Das nennen wir den Sozialstaat. Den Sozialstaat. Ja, ja. Ob Deutschland das schon gelöst hat, kann man mit einem dicken Fragezeichen verstehen. Anfänge sind gemacht. Aber ich will Ihnen mal zwei Zahlen nennen.
unter den heute in Deutschland lebenden Deutschen, das sind 82 Millionen Einwohner, einige davon mit Migrationshintergrund sind Zugewanderte. Unter diesen 82 Millionen sind genau 25%, ein Viertel, Empfänger staatlicher Renten oder staatlicher Pensionen. Heute schon. Und zu diesen 25% kommen weitere 8%, die Empfänger von Arbeitslosengeld oder staatlicher Sozialfürsorge sind. Macht zusammen 33%. Soweit ist der Sozialstaat in der Schweiz nicht gediehen. Ihr habt auch nicht so viele Arbeitslose. Aber es zeigt deutlich, dass irgendwann Grenzen erreicht werden. Und deswegen sage ich nicht, dass das Problem bereits gelöst sei. Nehmen Sie meinen eigenen Fall. Ich bin im 91. Jahr. Das ist ungewöhnlich. Zu alt. Wenn die Leute alle so alt werden, das heißt, dass wir sehr viel mehr Krankheiten kriegen. Wir brauchen sehr viel mehr Ärzte, sehr viel mehr Pflegepersonal, was weiß ich. Altersheime, Seniorenheime heißen die vornehmerweise. Das sind alles Probleme, die ahnt man heutzutage. Aber fertige Rezepte liegen nicht vor. Vielleicht noch am ehesten in kleinen skandinavischen Staaten, Dänemark, Norwegen. Norwegen hat allerdings einen Riesenvorteil, die schwimmen in Öl. Die haben Glück gehabt. Herr Schmidt, Sie haben jetzt die Alter erwähnt. Sie haben jetzt die Alter erwähnt. Sie werden im Dezember, Ende Jahr werden Sie 91. Das ist ein Alter, in dem andere Leute eigentlich mit Fug die Hände in den Schoß legen. Sie sind immer noch sehr aktiv, Sie schreiben Bücher, Sie schreiben Zeitungsartikel, Sie äußern sich in öffentlichen Debatten. Was treibt Sie an, dies zu tun? Der liebe Gott hat mich als Arbeitsmenschen gemacht. Wenn ich keine Arbeit hätte, wäre ich längst tot. Ist das möglicherweise auch quasi der altersgemäße Dienst am öffentlichen Wohl, das Ihnen so wichtig ist? Das ist auch richtig, ja. Aber beides ist richtig. Die Arbeit muss, ohne Arbeit wäre ich längst tot, ja. Herr Schmidt, Sie sprechen in Ihren öffentlichen Äußerungen sehr wenig, spärlich nur zum Thema Alter. Sie reden nie über die Beglückungen des Alters, wenn schon über die Beschwerlichkeiten des Alters. Aber es gibt etwas, das man doch gemeinhin dem Alter als positiv umzumisst. Das ist die Weisheit des Alters. Gibt es das? Ist das wenigstens ein Trost für uns alle? Weisheit des Alters? Also ob die Weisheit des Alters jeden Menschen erreicht, das weiß ich nicht. Ich habe manche Alte kennengelernt, die waren ziemlich verrückt. Das ist ja das Schlimme, dass die, zum Beispiel mit dem zunehmenden Altersdurchschnitt der Gesellschaft auch die Zahl der Demenzkranken zunimmt. Das sind ja zum Teil schlimme Sachen für die Familien. In meinem Freundeskreis sind mehrere Familien da, wo einer von beiden demenzkrank ist. Also ich sage immer, meine es nicht ganz ernst, ich sage immer, der liebe Gott hat einen Fehler gemacht. Entweder hätte er uns eine bessere Konstitution mitgeben müssen oder er hätte uns nicht so alt werden lassen dürfen. Aber insgesamt sind Sie zufrieden, was der liebe Gott Ihnen mitgegeben hat? Ja, ich bin nicht so ganz sicher, ob ich mit dem lieben Gott zufrieden bin. Ich habe mal im Kriege mich mal eine Zeit lang beruhigen lassen mit der christlichen Weisheit, dass auf der Welt nichts geschieht, was Gott nicht will. Aber dann habe ich gefunden, dann müsse er ja wohl auch die beiden Weltkriege gewollt haben.
Man muss dann ja wohl auch Auschwitz gewollt haben. Also mit dem lieben Gott habe ich meine Schwierigkeiten. Hadern Sie mit ihm? Hadern Sie mit ihm, heißt das? Nein, das heißt es nicht. Das ist zu viel gesagt. Das ist zu viel gesagt. Aber genauer gesagt, mit dem christlichen Gott habe ich meine Schwierigkeiten. Ja. Herr Schmidt, ich glaube, mit diesen Worten und mit Gott aufzuhören, gibt einen ganz schönen Schluss für unser Gespräch. Wir danken Ihnen sehr herzlich für dieses Gespräch, Herr Schmidt. Wünschen Ihnen alles Gute und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch recht herzlichen Dank für Ihr Interesse und Ihr Zuschauen. Das war NZZ-Standpunkt, Z2 Journalisten, ein Gast. Und wie immer können Sie diese Sendung auch im Internet sehen unter www.nzz.ch. Und unseren nächsten Gast empfangen wir hier wieder in 4 Wochen. Es wäre schön, Sie wären auch dann wieder dabei. Bis dann, auf Wiedersehen.